Willkommen zurück, liebe Leute, zu Pokémon Schwarze Edition und wir sind jetzt hier auf dem Flugplatz. Wenn du aufpasst, kannst du von mir aus auf der Landebahn spielen. Denn hier landet täglich. Hier landet täglich nur eine Frachtmaschine. Okay. Und irgendwie haben die anscheinend hier alle nichts zu sagen. Freier Fall gefunden. Okay. Ja, gut, freier Fall. Mich faszinieren Flugzeuge. Elegante, formvollendete Gestaltung der Maschine, die Zweckdienlichkeit ihrer Mechanik, alles perfekt auf den Flug abgestimmt. Okay. Und du? Wenn man schmackhaftes Gemüse züchten, muss man es in Gewächshäusern aufziehen. Nährstoffzugabe, Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden automatisch geregelt. Bei einer derart effektiven Aufzucht wird das Gemüse frisch und knackig. Kann man denn hier rein? Nee, scheinbar nicht. Nö. Okay. Oh. So. Menschen und Pokémon haben seinerzeit mit vereinten Kräften eine unwirtschaftliche Ödnis wieder urbar gemacht. Diese tatkräftige Gemeinschaftsgeist von eins wird niemals schwinden. Kann ich in das Flugzeug rein? Nee, ne? Ich will aber rein. Wo Geraldine ist, willst du wissen? Sie ist nach der Frachtzustellung rasch irgendwohin verschwunden. Ich glaube, sie wollte zum Turm des Himmels. Ja, den suche ich jetzt auch, den Turm des Himmels. Aber hier ist er anscheinend nicht. Sie hatte gesagt, auf irgendeiner Route soll der sein. Es scheint eine ganze Menge Leute zu geben, denen von Team Plasma ein Pokémon gestohlen wurde. Die Holzplanken sind tückisch. Du darfst nicht auf ihnen verweilen, sonst fallen sie runter. Okay. Juhu. Verdammt. Der hat mich ausgetrickst. Bei Reihumkampf wechselt ständig die Position der Pokémon. Während dir der Kopf davon schwirrt, werde ich dir Sieg einfahren. Oh, ein Reihumkampf. Eine Herausforderung von Astrainer Till. Cleopatra, Fletiamo und Kuckmada werden von Astrainer Till in den Kampf geschickt. Oh oh, ich habe eine doofe Reihenfolge drin. Ja, ich sage es ja. Oh. Darkling, dann mach du mal Brandstempel. Nach links gedreht. Darkling setzt Brandstempel ein. Damit ist das, guck mal, da schon mal weg. Ah, die alten alle. Wow. Pandos geht hier ab. Okay. Ja, dreh ruhig. Ist mir egal. Er kriegt alle den Brandstempel ab. Fletiamo wurde auch besiegt. Fletiamo! Corti-LP erreicht Level 26. Wieso erhält der so viel? Ach, der hat bestimmt noch was drin, ne? Ja, komm. Machen wir den letzten Brandstempel auch noch bei Cleopatra. Mogelhieb? Ernsthaft? Lass dein Mogelhieb sein. Oh, Gewissheit. Ernsthaft? So, Cleopatra, damit war's das für dich. Ein Volltreffer. Darklink erhält wieder so und so viel EP, Corti und Pandos. Astrainer Till ist besiegt. Bin ich das Ganze zu kompliziert angegangen? Ja, bist du. Guck weg. So, und hier rüber. Was haben wir hier drin? Dein Pokémon-Team sieht erschöpft aus. Oh, hier kann ich Pause gönnen. Juhu! Wunderbar, dann kann ich also hier auch umbenennen und so weiter. Dann sind das diese Typen, die da, ne? Der Visocaster klingelt. Hallo, Trudop.
Ich bin seine Mama. Wie geht's dir denn so? Ach, auf Route 7 bist du gerade unterwegs. Mach keine Sachen. Da hast du ja schon einiges an Weg hinter dich gebracht. Aber sag mal, passt du mir auch schön auf deine Pokémon auf? Ohne sie wärst du nie so weit gekommen. Das hast du alles deinen Pokémon zu verdanken. Also behandle sie auch dementsprechend gut. Hoppla, das kam gerade etwas streng rüber, als es gemeint war. Da hat sich wohl der Trainer in mir zu Wort gemeldet. Aber gut, ich lege dann mal auf. Ja, schön, mach das. Nein! Ein Clown! Ein Duell auf dem Holzbalken, wenn das mal nicht cool ist. Ja, ich bin auch total begeistert. Kaspar Rumborak. Emolga. Okay. Ein Emolga. Kommt, mein Dark Link macht die Platten, hat sich das erledigt. Was willst du? Brandstempel kriegst du. Tschüss, Emolga. So, Dark Link hat besiegt. Vanus ist jetzt Stufe 30. Wunderbar. Simbulara ein. Ah ne, wisst ihr was? Wir behalten den. Simbulara werde ich auch so besiegen. Sei doch. Das war zu einfach für den Dark Link. Ja, tja. Uncool, ne? Richtig. Aber jedenfalls Hauptsache noch mal ein paar. Oh. Pandos entwickelt sich. Pandos entwickelt sich. Und der Pandos wird zum... Na, zu was wirst du? Serapendra. Da Fette zu erlernen. Okay, das ist eine Frage, ob ich das jetzt wirklich lernen möchte. Gucken wir einfach mal. Das ist eine Staffette. Ah ne, das brauche ich jetzt nicht. Nee. Nicht erlernen. So. Bin ich hier aber auch ordentlich lang. Danke. Ich weiß nicht, ob ich da runterfallen kann, aber ich sollte halt aufpassen. Kreuzschere gefunden. Keine Ahnung, was das kann. Kann ich da runterfallen? Tatsache. War jetzt ernsthaft? Oh, shit. Dieser blöde Clown hier. Juhu, ich hab's geschafft. Jetzt gerade halt keinem Kampf. Wendelberg. Ich glaube, der ist sogar falsch, ne? Oh, shit. Oh nein. Ich bin ins tiefe Gras. Oh, ein Sisu-Kids. Na, dann kümmere ich mich um das kleine Sisu-Kids. Ach, komm. Aber eine Nitro-Ladung. Eine Nitro-Ladung für das Sisu-Kids bitte. Zum Mitnehmen, danke. Oh. Dann nützt ja auch deine rosa, wollige, schnollige, tollige Haut nix. Und tschüss, Sisu. Das ist jetzt so, dass ich runtergefallen bin. Ich habe jetzt die Wahl. Ich gehe jetzt hier nochmal raus. Okay. Nein. An der gleichen Stelle. Oh, ein wildes. Guck mal da. Guck mal da. Dann rennen wir jetzt einfach so dadurch. Komm. Das macht jetzt auch schon keinen Unterschied mehr. Einfach Augen zu und durch, heißt es. Guck mal, da wurde besiegt, ja. Komm, jetzt durch da. Nein, ich hätte es fast geschafft. Oh. Zebritz. Auch du wirst ein Opfer meines Brandstempels werden, aber ich finde es interessant, dass hier ein Zebritz ist. Besonders, manchmal stelle ich mir so die Größe der Pokémon vor, dass dies dann... Was? Warum? Was soll denn das? Wieso greifst du mich damit an? Verfolgung.
Komm, Gewissheit. Klatsch, klatsch. Ja, immer schön den Pferden hinten draufhauen. Die Besitzer freuen sich und ja. Ebritz. So. Also hier sind wir schon mal falsch. Dann fülle ich jetzt noch mal ganz kurz meine Pokémon auf. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich muss da lang. Aber gut, dann gehen wir halt oben lang. Kann halt mal vorkommen, ne? So, wo müssen wir lang? Nein! Es war ein Schritt, der mich trennte. Von einem Navitaub aufgehalten. Sowas kann ich mir doch nicht bieten lassen. Ich meine, wenn das Navitaub jetzt der Korti-LP wäre, okay, gut, ja, kein Ding. Aber so, nein. Navitaub wurde besiegt. Also Pandos, der geht gerade zurzeit richtig ab. Das ist richtig schön. Oh, da ist ein Ranger. Oh, jetzt habe ich... Ach ja, wenn ich selber spiele, würde ich... Also wenn ich... Ne, ich würde mir das nicht durchlesen. Ich würde einfach nur sagen, komm, let's go. Was? Ein Monozyto. Okay. Es ist mir egal, wer den Brandstempel abbekommt. Hauptsache einer bekommt ihn ab und das ist diesmal der Monozyto. Ich möchte jedenfalls noch beim... Nein, weiterkämpfen. Beim Dark Link noch jedenfalls das Level Up mal mit ein bisschen sehen, ne? Oh, ein Milzer. Milzer! Ah, Milzer ist, glaube ich, auch ein Feuer-Pokémon, ne? Ja. Ich hab's fast befürchtet. Ja, komm, dann machen wir Brandstempel. Ganz einfach. Tut mir leid um das süße Milzer, aber so ist es halt. Dark Link erreicht Stufe 42. Und besiegt. So. Sollte ich mal ganz kurz gucken. Oh. Silbierbeere. Okay. Aufzuziehen braucht man sehr viel Geduld. Beim Trainieren eines Pokémons sollte man auch immer mit viel Bedacht vorgehen. So, wartet, jetzt möchte ich mal ganz kurz was gucken. Der Pandos bekommt die ganze Zeit EPs. Das ist auf 31. Der Korti-EP bräuchte das jetzt mal. Ja. Der EP-Teiler und Item geben. Wo war es? Hier war es doch, ne? Den EP-Teiler. Und wieder rauskommen. Und weiter geht es. Jetzt wollen wir den Korti. Und da haben wir den Turm. Die Glocke auf der Turmspitze. Es heißt, hier ruhenden Seelen frohlocken, wenn man sie erklingen lasse. Dies ist der Turm des Himmels, wo die Seelen der Verstorbenen ihre ewige Ruhe finden. Erinnert gerade so ein bisschen an The Legend of Zelda. Dungeon-mäßig. Ah, dazwischen kann ich nicht durch, das heißt, ich muss gegen die kämpfen. Ich fühle, wie mich irgendeine unbeschreibliche Energie durchdringt. Psycho-Ehren. Ah, nee. Ha! Psycho! What? Was zur Hölle bist du denn? Also, ich mag mich ja jetzt irren, aber das sieht ein bisschen strange aus. Davon abgesehen, der Darkling, der macht das eh platt, aber trotzdem. Monozyto ein. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Monozyto hatten wir schon mal. Daher Brandstempel, Ende aus. Mickey Maus. Oh, 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 Schleichwerbung. Oh, oh, wie kannst du nur Schleichwerbung machen? Und Simbolara. Ja gut, dann haben wir jetzt eigentlich alle einmal durch. Die wir jetzt heute schon hatten.
alles diese Psycho-Pokémons. Ah, die dann halt auch mal schnell baden gehen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir den heutigen Part doch erfolgreich abgeschlossen. Der Kotti-RP reicht noch Stiefel für 27 und ich bedanke mich ganz herzlich und sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.